Oh nein, die ganzen Baby-Yoshis sind entkommen. Wir müssen sie schnell retten, bevor sie hier im Dschungel verletzt werden. Hey, du da unten, wenn du mich hören kannst, dann sieh dir nach oben. Oben? Was macht denn der Chip-Chip da oben im Baum? Das ist so peinlich. Ich hänge in diesem Baum fest. Kannst du mir irgendwie runterhelfen? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Wisst ihr was? Nee. Komm schon, fester. Na gut. Nochmal? Okay. Hu, hu, hu. Ach, puh, ich bin gerettet. Ich fühle mich sehr, sehr jenseitig an dieser Seite. Was? Ich fühle mich sehr jenseitig an dieser Seite. Ah ja. Danke, dass du mich aus dem Baum befreit hast. Mir ist nichts passiert. Oh, auch diese Kleinen. Ich habe gerade diese schlimmen kleinen Yoshi-Jungs gejagt und bin natürlich voll in ihre Falle getappt. Wissen sie denn nicht, wie gefährlich es hier im Dschungel ist? Ich muss sie finden, bevor sie noch tiefer vordringen. Das gleiche gilt für dich. Es ist hier zu gefährlich. Geh zurück zur Siedlung. Was hast du überhaupt im Dschungel zu suchen? Sollte sie helfen? Ach, Simon, du suchst also auch nach diesen kleinen Unholden. Dann lass uns doch gemeinsam nach ihnen suchen. Sie verstehen nicht, wie gefährlich es im Dschungel ist. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe dich noch nicht mal nach deinem Namen gefragt. Wie lautet er denn? Mario. Mario, wie? Ich habe noch nie von dir gehört. Du musst wohl von weit her kommen. Genieße Lava Island. Das würde ich normalerweise zu einem Besucher sagen. Aber zuerst müssen wir nach diesen Jungs suchen. Alles klar. Damit ist Sushi nun Teil des Teams. Aber eigentlich nur, weil wir nach den Yoshi-Babys suchen. Mal gucken, ob er sie dann wieder abhaut. Ich glaube, es ist eine sie. Drücke nach unten auf Stegen, um auf ihrem Rücken Gewässer zu überqueren. Ah, wir können schwimmen. Ah, jetzt machen die Floße auch Sinn. Ich habe gedacht, mit dem Floß kannst du irgendwie, weiß ich, irgendwann später so Wind pusten oder so. Und dann kannst du rüber, so wie in Breath of the Wild zum Beispiel das funktionieren würde. Aber nein, wir schwimmen einfach von dort aus. Drückst nochmal, dann kann Sushi für kurze Zeit untertauchen. Im Kampf kann sie Gegner mit Bauchlandung aufklatschen oder mit Spucker vom Himmel pusten. Okay. Ja, nice. Neues Teammitglied direkt am Anfang der Folge. Wie perfekt ist das denn? Jetzt haben wir schon 6 Leute in unserem Team. Oder? Kann ich nicht zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann nicht zählen, Leute. Sorry. Wie viele gibt es denn eigentlich? 8? Keine Ahnung. Sushi ist ein freundlicher Cheep-Cheep, der sich um jeden gerne kümmert. Sie liebt romantische Geschichten und vergießt gerne eine Träne der Rührung. Also erstmal steht da er, der sich, und dann steht da sie liebt. Ich glaube, es ist eine sie. Bauchlandung, okay. Macht Damage. Und Spucker, Wasserstrahl auf Feuergegner ist ja ganz gut. Okay. Not bad, würde ich mal behaupten. So, und ich habe hier schon einiges gesehen. Ich muss hier nur endlich mal dazu kommen, ihre Fähigkeit einzusetzen. Komm her. So, wir schwimmen jetzt. Oh, das ist cool. Wie tauche ich ab? Ah, nochmal unten drücken. Kann ich gedrückt halten? Ja, wenn ich gedrückt halte, bin ich ein bisschen länger unten. Oh, das feiere ich. Das ist eine coole Ability. Aber kann nur am Steg hier. Wieder runter. Okay, das ist cool gemacht. I like it. Hey, Kollege, ich brauche deinen Spaßling. Yo, was geht? Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Diese Insel ist so schön. Es gibt keinen besseren Ort für ein Städtchen. Die Temperatur ist perfekt. Ich bin ein Knospi. Meine Aufgabe ist es, die Welt mit Blumen zu erfüllen. Hübsch, nicht? Ich möchte, dass du diesen Samen nimmst. Oder zumindest würde ich das gerne sagen. Unglücklicherweise ist der Samen noch nicht ganz fertig. Aber keine Sorge, er wird bald soweit sein. Es gibt Schlimmeres, als einen Ort wie diesen zu warten. Komm später vorbei. Ich bin sehr großzügig. Ich verschenke gerne alles Mögliche. Ernsthaft? Samen? Nee, das ist noch nicht fertig, Mann. Warum so ein Eile? Es sei fähig, wenn du was zu tun hast. Komm doch später wieder. Okay, schade. Wir dürfen den noch nicht haben. Ich kann mir schon vorstellen, warum, aber ich sag's noch nicht. Okay, ich sag es. Es hat bestimmt was mit dem nächsten Kapitel zu tun. Ey, ich spreche mit da. Oh, hey. Praktisch. Ein Brief an Rosti. Schon wieder. Okay. Der war böse versteckt, finde ich. Der Brief. Warte mal. Kann ich hier lang? Ich kann hier lang. Oh. Komm, out of bounds. Whee! Nee, klappt natürlich nicht. Alles klar. Okay, ich glaube, hier ist nur so ein bisschen ausprobieren, rumexperimentieren, wie die Ability überhaupt funktioniert. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts. Komm, hauen wir wieder ab. Denn ich glaube, wenn wir nach links lang gehen,
werden wir auf jeden Fall fündig. Das sah zumindest so aus. Und den Sprössling müssen wir uns hier merken. Der Knospi. Der ist super wichtig. Okay. Ich höre hier jemanden schnarchen. Ah, ne. Der tanzt nur rum. Der pfeift so. Da oben ist ein Baby Yoshi. Es gibt, glaube ich, 5 Stück, ne? Ah, alles klar. Bam! Probieren wir doch mal direkt mal Sushi im Kampf aus. Die ist bestimmt gut, oder? Bauchlander. Okay, nach links. Und... Batsch. 3 Schaden? Ich habe mehr erwartet. Dafür, dass wir so spät im Spiel noch einen Begleiter bekommen. Am Anfang des Spiels habe ich ja gedacht, man kriegt pro Kapitel einen Begleiter. Oder so ungefähr halt. Aber so ist es überhaupt nicht. Aua. So ist es ganz und gar nicht. Ach, Idiot. Oh, ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, sorry. Mein Fehler. Halt A gedrückt. Ah, wenn ich nach ganz rechts halte, dann geht es automatisch wieder ein Stückchen nach unten, bevor ich wieder drücken kann. Hm, verstehe. Okay, dann ist Sushi aber eigentlich wirklich nur gut auf der Overworld und im Kampf eigentlich nur, wenn... Naja, wenn da Feuergegner sind. Sonst eigentlich nicht. Hm. Na gut. Ich greife den hinteren an, wenn ich darf. Natürlich darf ich es nicht. Ich könnte Erdbeben machen. Nein, kann ich nicht! Doch, kann ich? Hä? Hä, wieso hat ein anderer mich jetzt nicht angegriffen? Ist er dumm? Okay. Ich will es nochmal ausprobieren. Und jetzt... Ja, 5 Schaden. Na gut, das war aber auch 3 BP, ist schon echt viel. Also, ganz ehrlich, Sushi würde ich nur benutzen für die Overworld. Sonst wirklich nicht. Aber wer pfeift da die ganze Zeit? Superbebenorden bringt bei Boden- und Deckengegnern schweren Schaden. Das ist ja schön. Aber der kostet... Ja, okay, kostet 2. Kann ich noch was dafür wegtun? Und was ich nicht brauche. Ja, den brauche ich auf jeden Fall für das ganze Spiel lang, den Speedwirbel. Die beiden auch, die will ich für immer behalten. Ich könnte den Doppelgriff wegtun. Hm. Oder ich tue generell Erdbeben raus. Ah, nee. Super Erdbeben hört sich cool an, aber... 4 BP. So ordentlich scheppern lassen. Richtet großen Schaden an. Ah, ist aber auch sehr viel. Ich lasse es erstmal. Runtertauchen. Guck mal. Achso, der schläft da oben. Deshalb das Geräusch. Der hat sich da oben versteckt wahrscheinlich. Hier muss doch irgendwo ein Steg sein, damit ich da hinkommen, den retten kann. Aber ich sehe keinen Steg. Ja. Man muss ruhig einen anderen Bildschirm da lang. Da oben habe ich nämlich schon einen Eingang gesehen. Na gut. Schwimmen wir weiter. Und suchen generell nach irgendwas. Was Glitzerndes. Ich wusste gar nicht, dass die Münzen sein kann unter Wasser. Das ist ja cool. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen erstmal hier lang. Ah, weil ich gerade hier bin. Okay. Kann ich machen. Hey, schau doch unsere Liste an. Die muss jetzt scrollen, weil die so riesig ist. Wer macht denn hier Buhuhu? Bist du es? Was? Wer hat den Geburtstag von euch? Hey. Verdammt. Falscher Gegner. 4 von euch. Ich glaube, es hackt aber. Gegen alle Gegner. Wie viele haben die? Wie viele Leben? 8 Leben. Ja, gut. Wir machen es anders. Wir spuken. Wir machen den Jumpscare. Verdammt. Ernsthaft? Nur einer? Miese. Richtig miese. Ich hab halt nichts Gutes, ne? Da habe ich noch irgendwas. Donnerzorn gegen alle Gegner 5 Schaden. Gegen einen Gegner. Machen wir den Donnerzorn. Der hilft uns zumindest ja. Besserer Donnerblitz, basically. Ah, danke. Das kann ich auch gut gebrauchen. Nice. Reduzierten Schaden. Oder auch 0. Aber die machen wohl jetzt gar keinen Schaden mehr.
Aber vergiften können wir uns trotzdem. Nein, nicht gut. Aua. Mist. Aber ich glaube, der Erdbeben reicht, oder? Weil ich ihn jetzt nicht verkacke? Ja, perfekt. Ja, okay, ja, war jetzt komplett ohne sich mit dem Spuk. Jetzt habe ich nämlich 3 oder so XP weniger bekommen. Was soll's? Weiß ich für die Zukunft besser Bescheid. Mann, wer schreit denn hier so rum? Ruhe hier! Mann, das ist ja gar nicht. Hier ist ja nicht mal was. Das Einzige, was hier ist, ist ein Gang nach links. Hm? Ich bin am Anfang des Spiels? Nicht des Spiels. Aber von diesem Gebiet? Ja! Oh, warte mal. Hätte man hier die ganze Zeit hingekommen? Jetzt mal ohne Witz. Hätte man? Buhuhuhu. Muss ich mir unsichtbar machen? Kommt da jemand? Nein? Okay, keine Ahnung, was damit gemeint war. Mit dem Buhuhu. Sushi! Schauen wir uns mal hier weg. Ja, ihr grinsen die ganze Zeit. Ja, erstmal hier hin. Verdammt. Was willst du denn hier? Ich habe wichtige Termine. Verstanden. Nee, komm. Es reicht jetzt mal. Kein Bock auf euch, lahmen Loser. Andererseits, die Münzen brauche ich dringend. Ich habe nicht mehr so viel. Nein, mein Geld. Ah, wenn es sein muss, dann mache ich euch halt platt. Lassen wir nämlich keine andere Wahl, leider. Nein, Bachland auf keinen Fall. Machen wir den Spucker. Na, war okay vom Damage her. Ist halt, was soll man erwarten? Nein, hör auf mit deinem Paarungstanz dort. Nein, verdammt. Das läuft gar nicht gut für uns. Cooper, hilf uns mal hier. Ich habe keine BEP mehr. Nein. Ein Gegner. Das ist der falsche. Egal, komm, mach einfach mal. Bam. Hä? Das geht da durch. Wow. Warum auch immer. Cool. Bam. Bam. Nein. Hä? Ciao. Was zum... Er hat nur getäuscht. Hä? Achso, jetzt ist... Achso. Ja, okay. Er hat sein Outfit jetzt ausgezogen. Muss ich ihn nicht nackig machen, Kollege? Muss jetzt aber wirklich nicht sein. Ja, ich habe keine Items mehr. Ernsthaft? Was ist das mal hier passiert? Na gut, jetzt kriegen wir ein bisschen Soda. Immer dieses Geräusch, wenn du eine Dose aufmacht mit Trinken drin. Yeah. Passiert alle Gegner. Machen wir den ja. Der ist super. Bam. Der lebt noch? Oh Mann. Nicht mein Glückstag. Lange nicht. Okay, er jumpt. Aha. Fällt auf die Schnauze. Aber sowas von. Hey, yeah. Bam. So, ein normaler Stoß sollte genügen, damit ihr eure Klappe haltet. So, danke für die XP. Die nehme ich gerne mit, denn ich brauche noch ganz viel. Geld, 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 Geld. Ah, ich habe mein Bestes gegeben. Oh Mann. Okay, ich brauche Sushi wieder. Aber jetzt hätte ich gerne so einen Quick Change. Ach so. Na gut, wenn das so ist. Also, ich kann ja sowieso nur Paracarry gerade. Ah, ich habe Sushi jetzt. Tja, Paracarry, dann musst du noch ein bisschen dich gedulden. Da ich ihn sowieso gar nicht in diesem Spiel benutze, der meiner Meinung nach der unnötigste Begleiter bisher ist. Ja. Mach es auf Sushi. Dann macht es zumindest mal ein bisschen Damage hier. Und man kann auch rechts lang, habe ich gesehen. Okay, merke ich mir für gleich. Wir haben hier ein riesiges Labyrinth, Freunde. Das ist ein riesiges Gebiet hier. Oh, nein! Aua. Idiot! Das ist ein dummes Ding, ey. Hä? Dort hinten. Hier kann ich lang. Mach auf hier. Danke. Ja, da kann man auch lang. Oh Mann! Hier lang, da lang. Komm, ich lack ihn an.
damit ich dann hier rüber kann. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nein! Ah, das hat er mich angelockt, ne? Na gut, dann testen wir doch direkt mal, was wir jetzt können. Wasserblock. Ein Wasserblock erhöht Mares Verteidigung für kurze Zeit. Oh. Merke ich mir. Ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, warum nicht? Mach mal. Ach so. Danke, Spiel. Ich hab mich gewartet, wie ich das mache. Ja, 4 Schaden. Ist okay. Schätze ich. Ich weiß nicht, ich bin nicht überzeugt von Sushi. Außer halt mit der Ability, dass wir jetzt schwimmen können. Das ist ziemlich cool. Aber im Kampf... weiß ich jetzt nicht. Bam. So, noch ein kleiner, schneller Hüpfer. Plopp. Okay, sind wir schon bei 71. Ja, leider dauert es noch ein bisschen. Hat sie auch gelacht? So, so schäbig gelacht einfach. Oh Mann. Bonk. Was war ein Schalter? Oder so. Oh, wie praktisch. Nett. Nee, das ist bestimmt nicht kein Herz. Das glaube ich nicht. Komm, guck mich an. Guck mich an. Danke. Jetzt kriege ich nämlich Dummi. Und weg. Geek! Hilf mir denn jemand? Hä? Ich hab solche Angst. Ich will nach Hause. Das geht doch gar nicht. Hey, schau es mal zu. Interessant, interessant. Hey! Hey, was willst du denn, Mario? Na komm, kämpf doch! Er hat den Yoshi gebissen. Oha! Ich glaub, es hakt, es hakt. Das ist eine Faulpiranha. Maximal 12 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Faulpiranhas beißen manchmal zu, aber ihre schrecklichste Attacke ist ihr giftiger Atem. Die Angriffskraft ihres Mundgeruchs beträgt 2, aber deine KP fallen ständig, nachdem du vergiftet wurdest. Du solltest dich so schnell wie möglich wieder heilen, wenn du vergiftet bist. Oh damn, ich bin bei Hälfte Leben ungefähr. Gar nicht gut. Senk die Angriffskraft kurzsichtig auf 3. Also um 3. Oh, da macht er gar keinen Schaden. Ich glaube, ich mach das hier. Sternsturm. Sowieso mein Lieblingsangriff. Von denen, die wir momentan haben. Bei 7 Angriff auf alle, ohne Item. Und dafür nur 2 aufladen. Das ist ziemlich sick. Boah, dein Mundgeruch ist aber ekelhaft. Mann, wisst ihr überhaupt, was eine Zahnbürste ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, da haben noch nie was von sowas gehört. Ich kann dagegen ein. Na gut, der will aber gegen meine Mann, aber macht zu viel Schaden. Als ich ihn jetzt schon gebrochen will. Hier, take this. Ja, heu jetzt in der Ecke rum. Und versuch's mal. Bam. Ach, Gumbari macht so wenig Schaden. Ah, ey, ich dachte, er wollte mich vergiften. Er wollte mich beißen. Idiot. Runter da, ich trete auf die Pflanze drauf und verschwinde. Hat geklappt, er ist verschwunden. Nice. Hey, Kleiner. Sind alle fort? Ich dachte, die Dinger würden mich fressen. Danke, dass du mich gerettet hast, Mario. Von jetzt an werde ich tun, was sie mit den Erwachsenen sagen. Ich habe gar keine Lust mehr, irgendwas anzustellen. Ich will einfach nur ein braver Junge sein. Ich gehe jetzt nach Hause. Mach das. Okay, ich denke mal, wir gehen jetzt aber nach rechts weiter. Nee, geht's gar nicht. Okay, das war nur für den Yoshi. Oh, danke. Nochmal? Nee. Hätte er sein können. Alright. Den ersten gerettet. Nach so einer langen Zeit erst. Aber was soll man machen? Hier befindet sich bestimmt in der Nähe noch einer, oder? So immer warten muss, bis Sushi wieder da ist. Sushi dauert immer so lange. Sie ist einfach slow. Jetzt gerade auch. Wie man merkt. Da würde ich gern hoch. Du da! Mund auf! Mund auf! Können wir nicht. Eine Statue von Don Raphael. Vielleicht kannst du etwas hineinstellen.
Ja toll, muss ich das später zurück oder was? Als ob ich mir das merken kann. Was? Unten? Rechts oben? Unten? Nee, warte. Unten, rechts, oben. Unten, rechts, oben. Nee, keine Ahnung. Kann ich das verschieben? Huah! Nee. Na gut, die sind auch kaputte Blöcke, vielleicht haben die nichts zu bedeuten. Okay. Merken wir uns das, dass hier irgendwo nirgendwo etwas mit einer Statue zu tun hat. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Weiß nicht. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so gut, diese Statue hier mitten im Nirgendwo zu platzieren. Waren wir eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Nee. Wer schnarcht denn da? Hallo? Guten Morgen. Oh, der war's. Oh Gott, nein. Ah, ne, er ist es. Ach, hier sind wir. Ah, ja. Kollege, komm mal runter. Hey, oh, guten Morgen. Hey, ist der Mario. Was ist los mit dir? Du hast nach mir gesucht? Oh, Sushi auch? Wir haben Verstecken gespielt und ich bin plötzlich so müde geworden. Ich dachte, ich mache ein Nickerchen. Da gibt es nichts, worüber ihr euch sorgen müsst. Der Dschungel ist gar nicht so übel. Aber schon langsam wird mir hier ein bisschen langweilig. Ich gehe aber nach Hause. Bis dann. Okay, der eine hat so Panik hier bekommen und so eine traumatische Erlebnis gehabt, dass er nie wieder hin will und brav sein wird. Der hier einfach nur, ja, hab keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Okay. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ah, das ist aber jetzt sehr gut. Mit der Abkürzung, weil dann weiß ich zumindest, weil hier ist ja der Anfang. Hier fängt das ja an, meine ich. Dann wissen wir können jetzt direkt am Anfang hier nach links und dann nach oben. Und dann sind wir schon da. Dann noch halt nach rechts hier. Ah, ne, nach oben direkt geradeaus. Ja. Dann lassen wir das nochmal nach rechts oder so. Nö. Ja, perfekt. Moin. Okay, wir haben zwei Baby-Yoshis. Leider haben die keine Abilities, die wir benutzen können. Das kommt noch. Also nicht in dem Game, aber in dem Mario-Game generell. Ja, was will ich jetzt sagen? Ich will mich hier schön umschauen. Okay, man kann auch nach links schwimmen. Ich guck erstmal hier. Komm. Ich will hoch. Ich will nach oben. Bam. Nix? Nein. Der ist nicht echt. Ach so, man muss erstmal das Ding drehen lassen. Also, sprich so, dann dreht es sich schnell und dann nach oben. Nicht? Ne, oben drauf. Hä? Warum kann man das überhaupt dann? Okay, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall. Danke. Das ist eine Röhre. Lass mich in Ruhe. Ach man. Ärgerlich. Bam. Doch nee. Wieder so viele von euch. Ja, will ich das jetzt verschwenden? Nee. Ich mach mal einen Sternwind. Das waren aber nur 6 Schaden, alle. Nee. Nee. Lass den Kampf mal sein. Ich skip den. Ich nehme die XP aber mit. Auch wenn es nicht viel ist. Piep, 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 piep. Brumm, brumm, brumm. Ah, doch, schon so 10. Ja, 12. Auch nicht schlecht. Wir sind schon fast bei einem Level-Up. Ich brauche dringend mehr BP. Ich habe viel zu wenig. 15 reicht mittlerweile im Game nicht mehr aus. Meine ich zumindest. So, weg da. Dum, dum, dum. Wo führt uns diese mysteriöse Röhre hin? Zu einem Baby-Yoshi. Ich habe ihn gehört. Oh. Hi. Oh, Yoshi. Yoshi. Komm her, Kleiner. Armer Yoshi. Da war diese Blume und sie hat gewirbelt und ich dachte, das wäre cool. Und dann bin ich raufgeklettert und dann bin ich hier gewirbelt und dann bin ich durch die Luft geflogen und dann bin ich hier oben gelandet. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Das war so finster und unheimlich und ich fand nicht mehr hinaus. Hast du auch gerade erklärt, wie du gekommen bist, hä? Bist du dumm? Danke, dass du gekommen bist, um mich zu retten, Mario. Jetzt kann ich ja sehen, wie ich hinauskomme. Ich gehe noch Hause. Okay, wir begleiten die einfach nicht. Wir vertrauen drauf. Perfekt. Gut gemacht, Mario. Hast du toll gemacht. Okay, damit haben wir schon mal 3 Yoshis gerettet. Das ist doch schon mal eine gute Quote. Ich meine, ist mehr als die Hälfte, wenn man es so sehen will.
Wir werden wahrscheinlich den Rest aber erst in der nächsten Folge finden. Wenn ich ehrlich bin mit euch. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt noch großartig viel schaffen. Aber warte mal, hier ist da noch ein Weg. Was gibt's denn hier so Schönes? Habe ich hier irgendwo Yoshi? Also noch nicht. Hab da unten noch einen Sperrensplitter gesehen. Vielleicht kann ich ihn schon holen. I don't know. Bin zweigeteilt. Yeah. Doch, da ist ein Sperrensplitter. Yoshi! Jetzt geht ab! Wir haben Verstecken gespielt. Ich musste suchen, aber ich konnte niemanden finden. Ich bin hier rumgewandelt und dann habe ich mich verirrt. Du hattest recht, Sushi. Der Dschungel ist wirklich unheimlich. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu suchen. Juhu, weil ihr so wenig brav seid und die Gehorchen. Mario, wirst du an meiner Seite, an meiner Stelle nach den anderen suchen? Ich gehe zu Hause. Natürlich werde ich das. Was soll ich denn bitte sonst tun hier? Okay, dann... Oh Gott. Also, halten wir das mal kurz fest. Jeder einzelne Baby-Yoshi, außer der eine, der im Baum geschlafen hat, hat jetzt Angst vor dem Dschungel. Das heißt eigentlich, dass wir von dem einen Baby-Yoshi noch Angst haben sollen, dass er sich hier wieder verirrt. Außer es war vielleicht so gemeint, dass er halt jetzt zu viel Angst, nicht zu viel Angst, zu viel Langeweile hier im Dschungel hat. Und sich denkt, der Dschungel ist voll langweilig, ich will nie wieder hin, weil es so boring ist. Mann, ich wollte noch gucken, was es hier gibt. Ihr nervt! Lasst mich doch mal ein bisschen umschauen! Was habt ihr bitte für ein Problem, Mann? Bam. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Lass mich in Ruhe! Och Mann, ich will nicht ausspammen. Das ist mir too much. Aber hey, ich hab gelogen, wir haben jetzt doch noch ein Baby-Yoshi gefunden. Einer fehlt uns noch. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir noch nicht waren. Ich hab das Gefühl, wir waren jetzt überall schon. Waren wir noch nicht überall? Wo waren wir denn noch nicht? Keine Ahnung, ey. Keine blassen Schimmer. Aber was ich weiß, ist für nächste Folge ein Level-Up erreichen. Hä? Was ist so ein doppelter Drop oder was? Ja, Tatsache. Geldregen. Nett. Dankeschön. Und ich hoffe, ich kann zu euch auch Dankeschön sagen, wenn ihr ein Like da lässt. Ah, warte. Bevor wir die Folge jetzt hier spenden, ich möchte mir noch einmal ganz kurz umschauen. Und ja, das ist einfach so das Outro. Ich schaue mich ein bisschen um. Hoffe, dass ich noch irgendwas finde. Ja, wo waren wir denn noch nicht? Es muss doch eigentlich irgendwo hier rechts sein, bestimmt, oder? Oh nein, nicht hier. Nicht hier. Ich hab doch ein Problem. Ich hab einen Knall. Besiege ich jetzt noch ganz schnell. Verschwinde! Yeah.